warum reise ich momentan nicht nach China zurück? Wie viele von euch wissen, lebe ich schon sehr lange in China und war auch die ganze Pandemie dort, bis ich dann Ende Juni nach Deutschland gereist bin. Eigentlich wollte ich hier nicht länger als 3 Monate bleiben, jetzt ist es schon Oktober. Daher jetzt 3 Gründe, warum ich momentan noch nicht nach China zurückreise. Der erste Grund ist, dass die Rückreise sehr teuer ist und die Quarantäne sehr lang. Für ein Flugticket nach Shenzhen könnte ich so 5.000 bis 15.000 Euro zahlen, wenn ich es überhaupt bekomme. Und dann kommen noch 10 Tage Quarantäne im Hotel dazu, die man selbst bezahlen muss und wo man überhaupt nicht raus kann. Da ist man einfach eingesperrt für 10 Tage. Und ich bin jemand, dem es dann psychisch gar nicht gut geht, wenn man sowas hat. Bis vor kurzem war die Quarantäne sogar ganze 3 Wochen. Und stellt euch mal vor, du musst einfach 3 Wochen Hotel bezahlen und bist darin eingesperrt. Da wird man doch verrückt. Der zweite Grund ist, dass in China Covid immer noch ein großes Thema ist. Eigentlich waren die letzten 2 Jahre ganz gechillt, aber seit diesem Jahr haben wir vermehrt Lockdowns in China, gerade in Shenzhen. Und ich habe keinen Bock, dass ich zurückreise, durch die Quarantäne durchgehe und dann wieder Lockdown und ich muss zu Hause bleiben und weiter in Quarantäne gehen. Und der dritte Grund, warum ich momentan nicht zurückreise, ist, dass ich in Deutschland auch noch ein Projekt offen habe. Ihr wisst doch, ich bin Rapper in China. Und momentan haben wir hier auch ein Projekt. Leute, bleibt gespannt, ich will nicht zu viel verraten. Übrigens habe ich gerade dieses T-Shirt hier neu designt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback geben würdet. Hättet ihr Bock auf so ein Shirt? Dankeschön, Leute.